So, wir warten noch auf ein Bildchen. Bin extrem gespannt heute. Bereitet euch schon mal mental darauf vor, dass wir tech-technisch hier was durchtesten. Aber in den meisten Fällen lief das dann auch immer irgendwie ganz gut. Gucken wir uns das Ganze erstmal an. Der Grund, warum das Bild gerade geruckelt hat, war, weil ich außerhalb des Fensters war. Heute spiele ich zusammen mit Mido Zero. Das war der Einzige, der sich noch gemeldet hat, nachdem gestern leider es kurzfristig gar nicht geklappt hat. Ich ging durch das Tal der Schmerzen. Ich habe gestern den ganzen Tag nicht gezockt. Heute den ganzen Tag nicht gezockt. Ich habe so viel Leid kann man doch nicht ertragen. Yo, no pain. Endlich mal wieder fit um die Uhrzeit. Das freut mich. Du warst aber hoffentlich nicht krank. So, was machen wir heute? Wir können ja die Level 30er spielen, nachdem wir das Jefferson Trade Center gemacht haben. Und da habt ihr Zugriff auf eben drei Level 30er. Das sind schon vorgefertigte Klassen. Und da werde ich mir eine wählen. Wir haben einen Zerstörungsexperten. Auch einen Zerstörungsexperten. Das ist immer Zerstörungsexperte. Aber hier, Scharfschützgewehr, SR1, will ich haben. Grüße auch schon mal den Alex. Schön, dass du da bist. War schon auf Kibbeton-Zug. Das freut mich wirklich sehr. Guck mal, ich habe jetzt aktuell nutze ich jetzt gerade die Beta-Version vom neuesten OBS-Client. Der hat sehr viele sinnvolle Funktionen drin. Ich habe jetzt testweise sogar auch mal bei mir noch einiges nochmal angepasst. Innerhalb der Beta gibt es einige Performance-Verbesserungen und ich bin mal gespannt, ob das so zieht. Ihr habt auch wieder 1080p parat, wie ihr es normalerweise auch von mir gewohnt seid. Checkt das also aus unten am Zahnrädchen, falls ihr das letzte Mal beim Video umgestellt habt. Ich switch gleich jetzt rüber in die Voice und dann habt ihr Mido Zero auch noch am Start. So, das ist Ruckel, liegt daran, dass ich gerade aus dem Fenster draußen bin. Mido Zero, Sie sind jetzt live. Hallöchen. So, genau, ich lade gerade das Spiel. Ich weiß gar nicht, ob du den Stream nebenher überhaupt offen hast. Ja. Und ich bin mal gespannt. Ich nutze jetzt gerade eine Beta-Version vom OBS. Der hat einige Twitch-Integrationen und etliche Veränderungen. Nächste Woche kommt schon die Stable, deswegen dachte ich, ich teste das heute mal. Deswegen geht es aber erstmal nur auf Twitch, damit, falls es zu Problemen kommt, ich es eingrenzen kann nur auf den Twitch-Stream. Sonst habe ich Probleme, wenn ich dann mit Restream und YouTube und so weiter da rumfiddeln muss. Ja. Genau, es ging auch an die Leute im Stream. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt in-game, wie es aussieht. Ja, das sieht bisher gut aus. Das sieht bisher ganz gut aus. So, hast du schon, du hast ja schon gezockt gestern mit Judo? Vorgestern haben wir den Endgame gespielt. Ah, vorgestern schon. Ja. Judas 1 und Judas 2. Aber gut. Er hat mich gezwungen. Schon okay. Ja, wir wollten einfach nur für dich testen. Ja. Okay. Muss man halt suchen. Nein. Schon gut. Ist nicht so, als ob ich gestern und heute den ganzen Tag nicht gezockt hätte. Aber passt schon. Wenn ihr Spaß hattet. Okay, gestern haben wir auch ein bisschen gezockt. Was? Okay. Ich sehe auch gerade, ich kann, glaube ich, gar nicht irgendwie nach Washington schnell reisen. Ich probiere jetzt erstmal, dich einzuladen. Du bist ein High-End, oder? Also ja, natürlich bin ich High-End. High-End. Natürlich. Wie war das nochmal? Du musst auf Agents finden, also normal wählen, auswählen. Ja, und Gruppe einladen. So wie immer. Dann so, haben die es endlich geschafft. Moment, es wird ruckelig, weil ich gerade aus dem Fenster wieder draußen bin. Nicht wundern. Ich schalte mir gerade noch Statistiken ein. Das ist nämlich auch ein Feature, was im neuen OBS drin ist. Oh ja, das sieht gut aus. Ich bin entzückt. So, hier bin ich wieder. Da ist er schon. Du hast die Sniper. Natürlich, Standardgruß. Ah, stimmt. Oh, wie könnte ich sowas vergessen? Ja, und wunderbar. Es sieht
einwandfrei aus dem Stream. Ich auch. Auf Dauer zwar noch mal ein bisschen optimieren mit dem Beta-Client, aber das sieht gut aus. Dann lassen wir uns ganz kurz mal, ich muss ganz kurz meine Waffen checken. Bevor wir uns dann ja, als Zwei-Mann-Armee reinbewegen. Alter, was geht denn? Was haben die uns da für Waffen beschert? Die haben ja Nein, von. siehst Ja! so habe ich keine Ausrede. Das macht mich so glücklich. Der ist die ganze Zeit nicht gezockt, heute nicht. Und dann bescheren sie mir hier fett Waffen. Jetzt, okay, dann muss ich kurz mal Test schießen. Ach du Scheiße. Das ist die Sniper. Wie war der Zoom auf Tabulator? Oder schießt man nicht ab? Ja, kann schon. Okay, er zoomt nicht mehr ran, aber das reicht auch schon. Okay, SR1 und kurz. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Lila Waffen. Böse. Ich will ganz kurz die LSW noch testen. Oh ja, das ist meins. Okay. Die vierte Waffe ist halt eine ultimative. Okay, und die Endgame-Mission findet aber auch wieder im Jefferson Trade Center Ja, statt, also hier. genau, nur die. Ja. Okidoki. Dann lass uns losrocken. Moment, bevor du jetzt da reingehst, du kannst ja deine Fertigkeiten, kannst du dir auch anderen wählen. Also, Ah, oh, stimmt. wenn du Das, möchtest. naja, das war ein guter Hinweis. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Wenn du möchtest. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja, kleidungstechnisch brauchen wir jetzt uns nichts groß angucken. Okay, was haben wir gerade drin? Aktuell. Ah, schade, wir haben nicht alle. Aber egal, gut, wir nehmen das, was drin ist. Und da die zwei sind auch immer noch gesperrt, dann nehme ich weiterhin auch Geschütz. Und zwar das normale Geschütz, nicht Sniper-Geschütz. Und Suchermine. Ich weiß gar nicht, was bei der Luftdetonation so viel besser sein soll. Also. Erwischt zwar dann oben vielleicht noch irgendwie Gegner, aber weißt du, bei der Suchermine gibt es. Die sucht halt die Mine und die anderen ist halt der Name. Doch, ja, also hier steht auch, die Luftdetonation Suchermine rollt auf ihr Ziel zu und lässt bei Annäherung eines Sprengsatzes in der Luft explodieren. Und, ah, da sieht man, man kann sie sogar zurückrufen mit zweimal Tippen. Gebiet bombardieren. Ah, zielen und Q, okay. Ja, du hast schon irgendwie recht, ja. Die eine sucht tatsächlich richtig und die andere ist eher so. Komme ich nicht heute, komme ich morgen. Verdammt. Okay. Ich hab's gleich. Dann packen wir das Geschütz noch rein. Okay, ich bin ready. Schön, dass grüner Fleck da ist. Alex ist auch wieder da. Bei ihm lädt immer noch Warframe. Ja, und zu zweit machbar, ja? Werden wir sehen. Okay. Bucht euch nicht Midusero als Motivationstrainer. Dann machen wir gleich mal schwer. Was? Hast du schwer gemacht? Nein. Okay. Wollte mich nur in deiner Reaktion erfreuen. Okay, ich habe normal ausgewählt. Also, wenn du möchtest, können wir auch Leute einladen. Nein, wir probieren es jetzt zu zweit. Wo sind die, wo werden da Spaß? Yo, Tag, J-Man. Hast du Apex Legends gezockt heute? Ich habe mal kurz beim Server reingelurkt. Also im Discord. Apex Legends habe ich ehrlich gesagt auch heute runtergeladen, zumindest, weil ich werde es mir wahrscheinlich doch mal angucken. Also nur angucken, einfach mal so, weil ich Bock drauf hatte. Ich habe die Heildrohne. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Du hast die Heil, ich habe die repariert. Oder warst du das? Du Ich warst hab das. die Frage. Ja. Ich hatte mit dem anderen Char hatte ich. Oh shit. Alter. Mit dem anderen Char hatte ich das geswitcht. Nach dem letzten Stream. Mal auf die Reparaturdrohne, weil ich es mal probieren wollte. Weiß gar nicht. Hab ich nicht. Ja, sieht so aus. Ah, die vertragen ganz schön viel. Und hat auch noch ein Geschütz oder was? Das ist super. Okay. Böse. Weißt du eigentlich, wie man die Granatenarten switcht? Ja, du musst es genauso wie die Fähigkeit auswählen. Ah, okay. Man kann sie nicht per Schnelltaste irgendwie zwischen Blendgranate und Dings. Oh, Geschütz ist bei dir.
Aber ich weiß nicht, was ich habe. Entweder habe ich eine Blendgranate oder ich habe eine Phosphorgranate. Testen wir es einmal. Schütz ist down. Blendgranate. Ja gut, dann muss ich die Granate kurz austauschen. Das bringt nichts. Ja, ich habe auch die falschen Zahlen. Hä? Darf ich nicht? Darf nicht. Sag nein. Was ist das nicht? Ich darf nicht switchen. Ja, vielleicht weil du Cooler noch hast. Ah, ja. Na, ja, Mann, Mido, ey. Einmal mit Profis. Ja, das Einfachste haben wir geschafft. Aber es ist nicht die gleiche Mission wie die auf dem Low Level, nur schwerer. Oder doch? Also keine Ahnung, ist der hier nur. Nee, die Positionen sind anders. Ach du Scheiße. Ich werde gleich drauf gehen. So wie vorhin. Das ist schon eine andere Nummer. Ich schick dir meinen Fire-Bot. Wäre nicht. Boah, Granate. Hat halt nichts gebracht. Nee. Macht nichts. Wir sind nur zu zweit. Wenn wir merken, dass es gar nicht klappt, dann holen wir so randoms rein, aber wir beißen es jetzt erstmal durch. Chuck Norris Style. Und falls es nicht klappt, wird's lustig, die anderen. Man muss halt gut aufpassen. Ja. Achtung, da kommt noch was. Alter, was ist das? Haben die auch Sucherminen? Die haben alles, genauso wie hier. Ja, ich kann mit Tappe beobachten, auch sehr gut. Da hat er sich nach hinten zurückgezogen. Das ist natürlich eine gute Idee gewesen. Na klar. Dann kann ich gemütlich erstmal einschenken. Och nee. Aber super, freut mich, dass das schon mit den Einstellungen mit der Beta-Version schon mal ganz gut klappt. ...1080p haben wir auch wieder. Das war letztes Mal nur auf 720. Ich bin auf Kurs. Ja, aber... Ja, wir brauchen Leute. Ja. Okidoki, dann... müssen wir wieder an den Start zurück, oder kann man es einfach von hier aus abbrechen? Wow, nee. Schon Start zurück, dann. Gibt es hier noch Gefechte oder was? Ja. Ah. Nee, du stirbst auch oder du schaust mich wieder? Ja. Nee, ich renne jetzt zurück. War ja nicht weit. Gute German hat Urlaub. Zu Recht. So, dann suchen wir noch Spieler. Wenn dessen. Schenke ich mir ein wenig Runo ein, dann klappt es auch mit dem Ziel. Wie wir es ja aus Serien und Filmen kennen, kann man sich mit Rum dann auch noch die Wunden desinfizieren, wenn man sich selbst dann die Kugel rausholt. Ich glaube, ich habe zu viel Punisher geguckt. Ja. Wobei ich jetzt vorhin habe ich mit Titans angefangen. Auch nicht schlecht. Die sind bei uns? Ja. Leg dich mal weg. So, das ist auch geil. Ich sitze jetzt in so einer leicht gestreckten Haltung. Ich bin dead. Ey, ich auch gleich. Ich habe Glück und die anderen Spieler kommen gleich dazu. Mach denn. Okay, ich muss mich mal kurz positionieren. So, ich bin mir auch nicht sicher. Es kann gut sein, dass das irgendwie das Ganze noch auf Spielersuche ist. Ich weiß noch nicht, ob die direkt in die Mission reinkommen, aber es gab ja keine Meldung. Ich glaube, du musst das sogar annehmen. Da ist noch einer.
No? Hey, kommen alle, die kommen die ganze Zeit raus. Hier, die ist auch eine. Du, das drauf gehen eigentlich fast schon die bessere Option. Wird auch gleich passieren. Wahrscheinlich. Alter. So, dann gehe ich auf Aufgeben. Und Neustartpunkt. Können wir nicht abbrechen? Quasi. Scheiß Sonntagskämpfe. So. Was jetzt? Ich kann nicht den Neustartpunkt nicht gescheit auswählen. Wenn ich drauf drücke, sehe ich meinen Körper. Der das ganze Ding verdeckt. Ich gehe mal ein bisschen näher. Schräg. Nein, was ist das? Ja, wir müssen, glaube ich, wieder liefern. Hier ist das. Ja, ich glaube auch. Dann machen wir das. So, ich gehe mal auf den BRB-Screen. Und dann warten wir einfach, bis das Ding wieder da ist. Und dann suchen wir uns noch zwei Randoms dazu. Und dann, dann machen wir es richtig. Dann machen wir es richtig. Ja, zumindest mal interessant zu sehen, wie es am Ende dann aussieht. Also, du musst es so sehen: Die Gegner sind genauso stark wie wir, die kommen aber immer zu 20. Erfahrung sind sie Level 32. Also zwei Stufen über uns. Haben wir noch irgendwelche. 2 gegen 20 ist halt nicht so fair. Haben wir noch irgendwelche Ausreden? Fällt dir noch irgendwas ein, was Gutes? Wir haben noch nie Ballerspiele gespielt. Ja, wir haben noch nie. Noch nie. Noch nie. Nie, das erste Mal. Ich habe das erste Mal eigentlich eine Tastatur und eine Maus in der Hand. Same. Perfekt. Wir hätten in die Politik gehen sollen. So. Fensterchen lädt. Dieses schwarze Fenster, das ihr seht, ist das Ladefenster. Schön, ne? Das haben die gut hingekriegt. Ja. Stimmt. Und wir machen eine ziemlich geringe Latenz. Vielleicht gerade mal. Ich zähle mal. Na, 8 Sekunden. Jetzt teste ich mal noch den geringen Latenzmodus, aber das machen wir ein anderes Mal. Für Echtzeit. Bin auch überlegen, ob ich zukünftig nicht wieder überwiegend auf Twitch, rein auf Twitch streame und dann in YouTube dann nur, wenn ich dann irgendwelche Spiele komplett neu anfange, die dann auf Let's Plays gehen. Mal gucken. Ist halt die Frage, verdrinnen oder doch Sniper trotzdem später. Gehen wir schon noch. Na gut. Gehen wir nochmal rein. Ja, Jaiban, nun berichte mal, wie gefällt dir Apex? Das ist gut, taugt das was? Das, was ich gesehen habe, hat mich tatsächlich sogar gereizt. Aber die Frage ist, macht es Spaß? Battle Royale ist Spaß machen. Ja, soll wohl einiges auch ein bisschen anders machen. Keine Ahnung, ich. Also. Hab mal gedacht, ich lade es halt mal runter, weil es eh kostenlos ist. Achso, hast du es schon, ne? Ja, ich hab's mal runtergeladen, nur. Ich kann aber heute noch gar nicht zum Zocken. Das, was ich gesehen habe, halt, dass die Skills haben. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Overwatch. Ja. Battle Royale, eigentlich ist Overwatch dann. Das ist Overwatch immer. Ja, Overwatch ist ja kein Battle Royale. Ne? Overwatch. Ist das von MOBA oder was? Nee, auch nicht. Es ist eigentlich schon reiner, ja, es ist kein reiner, ist ein taktischer FPS-Shooter, wobei es schon mittlerweile sich so sehr massen entwickelt hat, dass es eigentlich fast ein eigenes Genre darstellt. Ja. MOBAs ist so ein Genre, was ich gar nicht mag. Ich spiele zwar manchmal mit Kumpels ganz, ganz selten irgendwelche MOBAs, aber es ist dann echt nur super temporär. Ich ertrage einfach diesen Gedanken nicht, dass ein Char levelt und dann aber nach dem Spiel dann halt wieder komplett zurückgesetzt wird, das ist übel.
Ja, der Ist gut, Rollenspieler mir hält das nicht aus. Das ist ein übler Zustand. ne? So, Spieler suchen. Ah, jetzt muss ich nochmal draufklicken. Ich bin, hä? Bin in dein Team gerade. Ja. Ne? Metall Flow from Hell. Sehr gut. Gut, er ist, was ist der? Sniper? Auch Sniper. Einer fehlt noch. Ich wechsle meine Skills. Jetzt gucken wir, ob ich schon raus kann. So, was hatte ich vorhin drin? Packen wir jetzt mal die PP19 wieder rein. Joycax, jetzt sind Deine wir zu Granaten. viert. Deine Granaten wolltest du wechseln. Muss ich nochmal wechseln? Hast du schon oder nicht? Hast du schon Nö, eine da der Granate? dieselben Einstellungen wie vorher. Okay. Machen wir noch einen O7, damit sie zu begrüßen. Jetzt nicht. Ich kann nicht. Okay, let's go. Er will auch nicht raus. Ich hasse es, wenn sie ewig lang verschanzt bleiben. Haben die gerade unsere Fertigkeiten gejammt? Kann das sein? Sieht so aus. Ja. PP19 gefällt mir echt nicht, eine üble Ungenauigkeit. Muss kurz switchen. Der geht immer aus Visier. Achtung links. Kommt ein Gelber in deine Richtung. Von links. Endlich sehen wir auch was anderes. Ich hoffe, maximal grün, weiß und blau. Ja, wobei jetzt halt. Passt. Es ist nicht mehr so cremig, wenn man ja eh schon voller Trump ist.
Aber ja, ist schon mal gut für später. Ist halt die Frage, ob die Jobraten, ob die dann so gleich bleiben oder nicht, aber ich hoffe es. Ein bisschen mit Alex. Das sieht bei mir eigentlich ganz gut aus. Das heißt, dann machst du es bei dir einfach, Alex, auf 720p. Kannst, wenn du aufs Video klickst, kannst du beim Zahnrädchen das dann auf bei der Videoqualität auf 720p für dich stellen. Aber bei mir läuft es flüssig, also ich sehe es bei mir auf meinem Laptop. Links, ja. Ja, trotzdem die Freude über einen blauen Job ist auch da. Petrov Einsatzweste, Krug-Variante. Dabei. Okay, Alex. Ja, natürlich. Also es kann natürlich sein, dass da ab und zu mal irgendwo was einbricht. Aber das checke ich dann auch komplett nach dem Stream. Ich bin schon mal ganz froh, dass jetzt die Beta-Version in den Einstellungen auf 1080p hier trotzdem schon mal gute Dienste leistet. Ich habe auch ein bisschen höhere Quali eingestellt, als ich normalerweise mache, weil es gleich komplett in dem... Hab zwei Bomben aufgefüllt. Oh, geil. Weil ich es gleich mal komplett eigentlich so auf Hardcore testen wollte. Und das passt hier aber dann nochmal gut besser an. Aber 1080p bleibt es weiterhin so wie damals auch. Und dann kann ich mal gucken, dass ich mich Grafik bzw. die Qualität nochmal verbessere, wenn der neue OBS tatsächlich da qualitativ nochmal stärker ist. Wieso? So muss ich immer. Heilen. Ich kann dich gar nicht heilen. Ja, ah. Halt mich halt. Ist auch gut, dass man die Schadensfläche der anderen sieht. Wenn die eine Granate werfen, sieht man die Fläche der anderen. Ja. Man sieht sogar, wie sie zielen. Also das Gute, ey, mal wieder zocken. Es kommt ganz, ganz selten vor, dass ich an einem Tag mal nicht zocke. Jetzt waren es schon fast zwei. Auf dem heute mit 10. Das ist echt übel. Das glaubt man gar nicht. Ich hoffe, es schauen keine Suchdoktoren zu oder Doktorinnen. Doch, Doktorinnen. Untersuchen Sie mich. Ein dickes.
Ich gehe mal über links. Zwei sind schon rechts.